Für den einen ist sie neu, für den anderen ein alter Hut. Die sogenannte Ehegattenschaukel. Welche Steuern lassen sich denn dabei sparen und vor allem, worauf sollte man achten und wie kann man sonst auch noch vielleicht sogar ein bisschen mehr Cash dabei rausholen? Das erfährst du jetzt in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Wenn es um Steuerrecht geht, dann wird er ja sehr oft und sehr gerne geschaukelt, weil man zum Beispiel zwischen ja, dem ein oder anderen Ehegatten hier etwas hin und her schaffen will an Vermögen. Wir hatten ja auch schon die Güterstandschaukel, die blende ich euch hier oben ein. Da könnt ihr euch mal mit dem Thema Güterstandschaukel auseinandersetzen. Wie es der Name, wie gesagt, schon sagt, will man hier zwischen den Ehegatten ganz einfach Vermögen hin und her schaffen. In unserem Fall, wo wir jetzt auch das Beispiel haben, geht es um Immobilien. Primär aber in diesem Zusammenhang vermietete Immobilien. Es geht also, wie gesagt, darum, von zum Beispiel Ehemann auf die Ehefrau eine Immobilie zu übertragen. Das Ganze natürlich steueroptimal und vor allem auch natürlich vielleicht finanzwirtschaftlich sehr, sehr sinnvoll. Ein weiterer Punkt, der hier oft gern angesetzt wird, ist, es soll die Immobilie natürlich am Ende im Familienvermögen verbleiben. Denn, wie gesagt, oftmals hat man ja sehr, sehr gute, ja ertragreiche Immobilien, die man, aber wie gesagt, doch etwas optimieren will, aber eben nicht ganz einfach verkaufen will an jemand anderen. In diesem Fall also derselbe Ansatz wie auch bei theoretisch einem Verkauf an einen fremden Dritten. Wir haben also hier eine Immobilie, die vermietet ist, schon seit über 10 Jahren ganz einfach im Privatvermögen ist. Diese hat wie gesagt einen Mietvertrag und diese kann man dann steuerfrei veräußern. Denn auch zwischen Ehegatten gilt die Spekulationsfrist von 10 Jahren nach § 23 EStG. In dem Zusammenhang hat es natürlich einmal den Ansatz bzw. das Ziel, hier eine steuerfreie Veräußerung zu schaffen. Auf der anderen Seite aber der springende Punkt, dass hier neue weitere Folgen entstehen. Zum einen natürlich die Generierung eines neuen AFA-Volumens. In dem Zusammenhang aber auch der Hinweis darauf, hier auf das Video zum Thema steueroptimal kaufen, das verlinke ich euch hier oben. Da könnt ihr euch mal damit auseinandersetzen, wie ihr, wie gesagt, dann auch den Kaufvertrag richtig gestaltet. Der nächste Punkt ist natürlich auch die Folge daraus aus dem Verkauf. Du kannst eine steueroptimale Immobilie ganz einfach erwerben, wo dann zum Beispiel die Ehegattin danach negative Einkünfte hat. Also in dem Fall zum Beispiel hier keinen Überschuss mehr aus Vermietung und Verpachtung erzielt, sondern eben hier negative Einkünfte hat. Das hat natürlich weitere Folgen und zwar auf Ebene des Gesamtbetrags der Einkünfte ist es so, dass ja die Ehegatten zusammengerechnet werden, also die Einkünfte. Und wenn zum Beispiel die Ehegatte natürlich dann nur noch negative Einkünfte hat, dann kann man auch die Steuerbelastung mindern. Voraussetzung für diese Ehegattenschaukel ist aber ganz wichtig, die Spekulationsfrist von 10 Jahren muss natürlich in diesem Zusammenhang abgelaufen sein. Etwas unscheinbar, aber natürlich auch mit einer massiven Auswirkung kann nämlich die Grunderwerbsteuer sein. Denn auch hier in dem Zusammenhang, die Grunderwerbsteuer je nach Bundesland beträgt hier zwischen 3,5 und 6,5%. Hier ist aber auch anzumerken, dass der Verkauf zwischen Ehegatten von Grundvermögen und Immobilien natürlich in dem Zusammenhang hier steuerfrei ist im Rahmen des Grunderwerbsteuergesetzes. Das heißt, theoretisch bei einem Immobilienwert von 100.000 Euro können das schon 3.500 Euro bis 6.500 Euro Steuerersparnis sein, die dann nicht an den Fiskus gehen. Was hältst du von diesem Modell? Hast du es vielleicht selbst schon angewendet? Dann lass es uns unten in die Kommentare wissen. Wie stehst du zu diesem Steuersparmodell oder denkst du, das ist komplett sinnlos? Ein weiterer Punkt, der gerne vor allem auch in der Literatur vergessen wird, ist das schöne gute Cash. Denn in diesem Zusammenhang gibt es zwei Möglichkeiten, wie man hier den Verkauf tätigen kann. In dem Zusammenhang der wichtige Hinweis, es muss natürlich hier auch ein richtiger Verkauf stattfinden. Denn die Alternative ist natürlich die Schenkung und das wollen wir vermeiden, komme ich aber natürlich auch noch am Ende des Videos bei den Steuerfallen und Steuertricks dazu. In dem Zusammenhang kannst du also entweder zum Beispiel, wenn der Ehegatte an die Ehefrau verkauft,
in dem Zusammenhang ganz einfach hier ein zum Beispiel ganz normal Darlehen bei der Bank aufnehmen oder das Darlehen als hier im Grunde Verkauf im Grunde mit Darlehen durchführen. Das heißt, entweder die Tilgung erfolgt dann inklusive Zins an den Ehemann oder in dem Zusammenhang hier wieder eine neue Finanzierung, die dann an die Bank geleistet werden kann bzw. vielleicht sogar muss, wenn du nicht, wie gesagt, eine andere Finanzierung wählst. In dem Zusammenhang also auch hier der große Vorteil, man kann es natürlich auch mit Bargeld direkt durchführen, also ohne Finanzierung, aber bei Immobilien ist natürlich die Finanzierung immer ein sehr, sehr guter Hebel. Deswegen sollte man sich auch überlegen, hier vielleicht nicht die Finanzierung neu zu strukturieren, vielleicht sogar eine Immobilie, wenn man sie hat, die schon komplett abgezahlt ist, kann man ja dann komplett, sage ich mal, neu finanzieren, kann Cash schaffen und das vielleicht für andere Projekte oder Investitionen verwenden. Denn der wichtige Punkt ist, das Kapital, das dann in dem Fall jetzt die Ehefrau an den Ehemann zahlt, ist für den Ehemann zu 100% frei verfügbar. Kommen wir zu dem Punkt, und zwar die Frage, wann lohnt sich das? Das lohnt sich grundsätzlich dann, wenn natürlich der Gewinn und die Steuerfreiheit größer ist als die entsprechenden entstehenden Kosten. Hier nur ein paar genannt, natürlich Notarkosten, die entstehen ja immer. Grundbuchkosten für die Eintragung, eventuell auch für die Grundschuld, die eingetragen werden muss. Dann natürlich auch ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte, und zwar die Bewertung. Entweder natürlich ein Steuerberater oder ein Gutachter kann dir hier dabei helfen, die Immobilie zu bewerten, weil das Ziel ist es ja, dass eine Schenkung in dem Fall auch vermieden wird. Denn Schenkungen will man natürlich mit dem Modell vollkommen umgehen, wenn man hier natürlich die komplette Steuerfreiheit in der Einkommensteuer und Grunderwerbsteuer erzielen kann. Auch wichtig, wenn die Immobilie noch nicht abgezahlt ist, natürlich die Vorfälligkeitsentschädigung sollte beachtet werden. Diese Vorfälligkeitsentschädigung kann natürlich schon einen großen Betrag ausmachen und wenn man vielleicht sagt, man möchte es so optimal gestalten, dann vielleicht doch warten, bis auch die Immobilie abgezahlt ist. Ansonsten natürlich, wie gesagt, musst du auch diese Vorfälligkeitsentschädigung in deine Kalkulation mit einberechnen. Der letzte Punkt, den ich angesprochen hatte, war ja das Thema finanzwirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Betrachtung solcher Modelle. In dem Zusammenhang ist es schon so, dass man aber auch natürlich bei einem Kauf an den oder die Ehegattin in dem Zusammenhang auf jeden Fall die finanzwirtschaftliche bzw. planerische Sicht im Auge hat. Denn am Ende muss sich das Objekt auch danach wieder rentieren und es sollte nicht sein, dass das Eigenkapital, das man hierdurch schafft, wieder natürlich direkt an die Bank zurückwandert, sondern dass sich dann auch hier wie bei einer normalen Immobilienfinanzierung, das System am Ende selbst trägt. Das bedeutet, dass in dem Zusammenhang hier durch Mieten, der komplette Kosten inklusive Finanzierungsapparat natürlich dann gedeckt ist. Bist du das erste Mal bei Stolmekopf gewesen? Dann lass ein Abo da, vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und liken, teilen, weitersagen. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und das war Steuer mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.